Die 8-jährige Virginia aus New York wollte es ganz genau wissen. Darum schrieb sie an die Tageszeitung Sun einen Brief. Ich bin 8 Jahre alt und einige von meinen Freunden sagen, es gibt keinen Weihnachtsmann. Papa sagt, was in der Sun steht, ist immer wahr. Bitte sagen Sie mir, gibt es einen Weihnachtsmann? Die Sache war dem Chefredakteur Francis Church so wichtig, dass er selbst antwortete. Und zwar auf der Titelseite der Sun. Liebe Virginia, deine kleinen Freunde haben nicht recht. Sie glauben nur, was sie sehen. Sie glauben, dass es nicht geben kann, was sie mit ihrem kleinen Geist nicht erfassen können. Aller Menschengeist ist klein, ob er nun einem Erwachsenen oder einem Kind gehört. Im Weltall verliert er sich wie ein winziges Insekt. Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. Es gibt ihn so gewiss wie die Liebe und Großherzigkeit und Treue. Weil es all das gibt, kann unser Leben schön und heiter sein. Wie dunkel wäre die Welt, wenn es keinen Weihnachtsmann gäbe? Es gäbe dann auch keine Virginia, keinen Glauben, keine Poesie, gar nichts, was das Leben erst erträglich machte. Ein Flackerrest an sichtbarem Schönen bliebe übrig. Aber das Licht der Kindheit, das die Welt ausstrahlt, müsste verlöschen. Es gibt einen Weihnachtsmann. Sonst könntest du auch den Märchen nicht glauben. Klar, du könntest deinen Papa bitten, er solle am heiligen Abend Leute ausschicken, den Weihnachtsmann einzufangen, und keiner von ihnen bekäme den Weihnachtsmann zu Gesicht. Was würde das beweisen? Kein Mensch sieht ihn einfach so. Es beweist gar nichts. Die wichtigsten Dinge bleiben meistens unsichtbar. Die Elfen zum Beispiel, wenn sie auf Mondwiesen tanzen. Trotzdem gibt es sie. All die Wunder zu denken, geschweige denn sie zu sehen, das vermag nicht der Klügste auf der Welt. Was du auch siehst, du siehst nie alles. Du kannst dein Kaleidoskop aufbrechen und nach den schönsten Farbfiguren suchen. Und du wirst nur einige bunte Scherben finden, nichts weiter. Warum? Weil es einen Schleier gibt, der die wahre Welt verhüllt. Einen Schleier, den nicht einmal die Gewalt auf der Welt zerreißen kann. Nur Glaube und Poesie und Liebe können ihn lüften. Dann werden die Schönheit und die Herrlichkeit dahinter zu erkennen sein. Ist das denn auch wahr, kannst du fragen? Virginia, nichts auf der ganzen Welt ist wahrer und nichts beständiger. Der Weihnachtsmann lebt und er wird ewig leben. Sogar in 10 × 10.000 Jahren wird er da sein, um Kinder wie dich und jedes offene Herz mit Freude zu erfüllen. Frohe Weihnacht, Virginia. Dein Francis Church. Der Briefwechsel zwischen Virginia O'Hanlon und Francis Church ist über 100 Jahre alt. Er stammt aus dem Jahr 1897. Er wurde über ein halbes Jahrhundert, bis zur Einstellung der Sun 1950, alle Jahre wieder, zur Weihnachtszeit, auf der Titelseite der Zeitung gedruckt. I know it's not a game to play. Your eyes, they show no fear. Inside and cannot wait to be the man that feels your body close is here to set you free, to hold you near and satisfy your needs. You shiver as I touch your neck, slowly close your eyes. I can't resist you even if I try. Surrender to the touch as we lay there side by side.